ihr nehmt euch Zeit hier für eine Live-Session mit The Work. Und heute haben wir das Thema Zielcoaching. Und ich weiß jetzt, wenn ich so jetzt hier reinschaue, ein paar von euch sind ja richtig auch Coaches. Das heißt, im Coaching ist man immer wieder damit konfrontiert, dass man auch Ziele mit dem Coachee bearbeitet. Also mein Hintergrund ist ja NLP und da geht es ja auch das SMART-Modell oder Ziele auf den logischen Ebenen. Es gibt ganz, ganz viele Modelle im Coaching-Bereich, wo es um Ziele geht. Also wer kennt denn zum Beispiel von euch das SMART-Modell? 10-mal Ziele, ja, also da gehen die Hände hoch. Der eine oder andere, der so NLP-Hintergrund hat, der kennt auch die logischen Ebenen und Zieleformat. Und als 2008 war die Byron Katie in Stuttgart und da hatte ich den Event organisiert und als ich sie morgens abholte aus dem Hotel mit meinem Auto und sie bei mir im Auto saß, wollte ich sie einfach mal fragen zum Thema Ziele. Weil es gibt nicht viel darüber geschrieben, sie sagt nicht so arg viel dazu zum Thema Ziele. Und was ich dann total interessant fand, als ich sie gefragt habe, du Katie, wie sieht es denn aus zum Thema Ziele, wie denkst du denn da? Dann sagt sie nur, Uli, that's not how my mind works. Okay, also sie sagte, so funktioniert mein Mind nicht. Und ich so, okay, ja warum? Und ich wusste ja, dass sie sich da vor kurzem hat liften lassen. Also ich so damals mit meinem Verstand habe gedacht, okay, das ist ja wie ein Ziel. Ich will jung aussehen oder gut aussehen oder ja nicht so schnell altern, ist ja auch ein Ziel. Und dann habe ich sie gefragt, ja und warum hast du dich liften lassen? Und da fand ich die Antwort echt interessant. Sie hat gemeint, es gab keinen Grund, es gab keinen Gedanke, der mich davon abgehalten hat. Also sie hat es ein bisschen ausgeführt, sie hat gesagt, mein Mann hat gesagt, mach's, meine Tochter hat gesagt, mach's und irgendwie gab es nichts, was mich abgehalten hat. Und das heißt, Byron Katie hat dann auch noch gesagt im nächsten Satz, du weißt, also als ich nochmal tiefer nachgefragt habe mit Thema Ziele, weißt du, wenn ich es mir vorstelle, dann habe ich es doch schon. Und ich so, hä? Wenn ich mir einen Porsche vorstelle, dann habe ich ihn doch noch nicht. Also ich war damals echt ein bisschen so verwundert über die Antworten. Inzwischen verstehe ich es mehr und mehr, was sie damals gemeint hat. Und was werden wir heute tun? Wie werden wir vorgehen? Ich werde euch am Anfang bitten, auch dass jeder mal so ein eigenes Ziel notiert, das er aktuell verfolgt oder das er schon immer mal verfolgen wollte und das mal angehen will oder das er schon lange verfolgt und nie erreicht hat, dass ihr das notiert. Und dann werden wir mit verschiedenen Perspektiven auf dieses Ziel schauen. Natürlich Perspektiven aus der Heimat von The Work. Und bin gespannt, wie ihr dann nach dieser Stunde auf dieses Ziel, das ihr euch jetzt notiert, schauen werdet. Und hören wir mal ein paar Kostproben. Welche Ziele verfolgt ihr denn gerade? Oder welche verfolgen auch eure Coaches? Ich weiß ja, hier ist der ein oder andere auch richtig Coach und hat Coaches. Was für Ziele haben die oder welches für Ziel verfolgt ihr denn gerade? Lasst mich ein bisschen teilhaben, gebt mir mal ein paar Kostproben. Was sind so gerade aktuell die typischen Ziele? Ja, Till, mach dein Mikro laut. Mein Ziel ist gerade der Umzug nach Australien, der mir so ein bisschen ambivalente Ängste und Freude bereitet. Und das ist ein großes Thema. Und das heißt, das Ziel lautet, ich will irgendwie den Umzug irgendwie gut über die Bühne bringen, oder? Nee, mein Mann ist Australier. Wir haben uns in Australien kennengelernt und wir wohnen jetzt seit 6 Jahren mit unseren Kindern zusammen in Deutschland und jetzt wollen wir wieder zurück in sein Heimatland, damit unsere Kinder auch seine Kultur jetzt kennenlernen. Und wir haben uns da beide zu entschlossen, aber ich merke, wie mein Kopf immer springt. Und das ist ja teilweise ja sehr anstrengend. Da hört sich so an, wie wenn da noch Gedanken sind, die einen zurückhalten in Deutschland. Genau, ja. auch interessant, ja. Also dass es wie so eine Ambivalenz in uns gibt. Ja? Ein Teil, der will dorthin und ein anderer, der will da nicht. Ja, das ist eine absolute. Und gerade als du meintest, es gibt keinen Grund, der mich davon abgehalten hat, dann dachte ich, ja, deshalb bin ich auch entschlossen,
Aber dann kommt dieses Aber, ne, dieses, Ja. 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 Dann gibt es doch den Teil, der mich abhält. Also es ist dann immer so wechselhaft. Ja. Und weil du es gerade schon sagst, da gibt es den Teil. Viele von euch, die haben ja den Online-Kurs gemacht, The Work, oder haben die Coach-Ausbildung bei mir gemacht. Da kennt ihr auch The Work mit inneren Anteilen. Also Jill, da empfehle ich dir, nimm das da genau im Blick, dass du Arbeit mit inneren Anteilen, da gibt es den einen, der will nach Australien, und der andere, der will in Deutschland bleiben. Und jetzt machst du damit The Work. Ja. Ja, gerade wenn so ambivalente Sachen da sind. Okay, hören wir mal weiter. Was gibt es für weitere Beispiele an Zielen? So, gibt mir noch weitere Kostproben. Ja, Udo und dann Sabine. Ja, ich würde gerne Webseminare machen, also mit Zoom. Habe auch schon angefangen mit der Vorbereitung, aber da war plötzlich, puff, Luft weg. Also da tat sich gar nichts mehr. Bei dir oder bei den potenziellen Teilnehmern? Nee, bei mir. Also das heißt mit der Vorbereitung. Und in der Vorbereitung war plötzlich, Wie die Motivation raus. genau, aber so heftig runter. Auch interessant. Da gab es ja dann wahrscheinlich Gedanken, die dich abgehalten haben, das zu tun. Ja, da bin ich auch mal Ja, reingegangen. Aber ich habe keinen richtigen gefunden. Ja, also wahrscheinlich okay. sehr versteckt. Okay, ja. Ja, Das ist gut. ja. Dann kannst du heute gerne dieses Ziel mal genauer unter die Lupe nehmen mit den Perspektiven, die ich dir nachher Ja, cool. angebe. Ja. Sabine, was hast du? Hören wir noch ein weiteres Beispiel. Ja, hallo. Also ich habe zum einen mir Gedanken über die Ziele meiner Coaches gemacht, weil ich, sage ich mal, in Richtung berufliche Neuorientierung viel mache mit meinen Kunden. Und da geht es immer ganz viel um Ängste überwinden und in die Veränderung gehen, sich trauen, in diese Veränderung zu gehen. Das ist jetzt ein sehr allgemeines Bild, also in den Change, in die Veränderung gehen, das Neuland betreten. Und wenn du das mit den Coaches machst, bei dem ist ja klar, vor dem ist der nächste Karriereschritt. Ja. Ja. Und du sagst schon interessant, das sind bei vielen Ängste damit verbunden. Ja. Und Byron Katie sagt zum Beispiel auch, I love to be a woman without a future. Thema Ziele ist Erfolg, volle 100% Zukunft, ja. Und wenn ich Angst haben will, dann mache ich mir eine Zukunft. Und sehe dann noch so eine Zukunft, wie ich es nicht haben möchte. Okay, auch da können wir hinschauen. Auch da werden dir die Perspektiven helfen, die wir jetzt gleich machen werden. Also schön ist jetzt, bevor ich jetzt mit dem Input starte, dass jeder für sich einen Zettel nimmt und aufschreibt, was ist mein Ziel? Und es kann von schöner, reicher, toller, mehr Kohle, mehr Bekanntheit, mehr was auch immer sein. Schreibt es einfach auf, schreibt euch einfach einen Satz auf, ich will mehr. Also wie der Udo, ich will Online-Seminar, mit Online-Seminaren durchstarten. Genau. Okay. So, ich sehe noch, sieht noch so aus, wie wenn einige schreiben. Ich gebe euch noch die Zeit. Wahrscheinlich habt ihr es alle notiert. Und die erste Perspektive, die ich total spannend finde im Thema Ziele, ist, dass ich erstmal schaue, liegt das Ziel, das ich formuliert habe, also das du jetzt gerade formuliert hast, liegt es überhaupt in meiner Angelegenheit? Nochmal kurze Auffrischung, was sind die drei Angelegenheiten? Bankete sagt, es gibt drei Arten von Angelegenheiten. Einmal die eigene, also die eigene ist, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit anderen um? Dann die Angelegenheit der anderen, also was die über mich überdenken, wie die sich verhalten, das ist deren Angelegenheit, und es gibt Gottes Angelegenheit. Also ob die Erde bebt oder nicht, ob ein Komet einschlägt oder nicht, wie das Wetter ist, das ist Gottes Angelegenheit. Und jetzt überprüft mal bei eurem Beispiel, bei eurem Ziel, liegt das Ziel überhaupt in eurer Handlungsmacht? Also beim Udo zum Beispiel mit den Zoom. Seminar, liegt das in deiner Handlungsmacht?
Oder? Ja, also vielleicht, also natürlich, dass sich jetzt viele anmelden, nicht direkt, aber dass du im Seminar vorbereitest für Zoom, das liegt sehr wohl in deiner Angelegenheit. Sehr genau. Ja? So, darf ich dazu eine Frage stellen? Natürlich, ja, Ina. Also ich möchte gerne mit meinen Seminaren, mit dem, was ich mache, ich möchte einfach gerne populär werden. So. Genau. Und ich, es ist alles da, ich habe die Konzepte sind stehen, ich habe einen Massageraum, also beziehungsweise ich habe einen Raum und ich habe alles da. Also ich habe auch das ganze sozusagen Standing steht. So, was mein Thema ist aber, genau, aber und ich habe aber ordentlich viel mit meinem Körper zu tun und weiß nicht, ob es körperlich stemme. Mm. Vom Mindset ja, körperlich habe ich total Schiss, dass ich in die Binsen gehe. Genau. Lass uns mal das genauer anschauen, weil, also du hast wahrscheinlich aufgeschrieben, ich will populär werden mit meiner Tätigkeit oder mit meinem, was ich anbiete. So, populärer werden, also da brauchst du ja dazu andere, dass die das gut finden. Verstehst du schon? Also da, ich bin da ziemlich streng jetzt mit diesen drei Angelegenheiten, dass wie die anderen dein Angebot finden, ist wessen Angelegenheit? Deren Angelegenheit. Deren, ja. Macht ihr das? Und das ist sehr verführerisch. Also wenn ich sage, ich will berühmter werden, wo in wessen Angelegenheit bin ich? Achso, ich dachte, das ist meine Angelegenheit, weil Nein. Ich jetzt für mich selber schon gerne das möchte. Hast du das in der Hand? Kannst du das kontrollieren, ob du berühmt bist oder ob du populär bist oder nicht? Habe ich da Handlungsmacht? Kommt drauf an, welche Ebene ich annehme. Wenn ich natürlich jetzt gegenüber schaue, dann nicht. Aber wenn ich jetzt sage, für mich wäre es schon populär, dass ich mich überhaupt traue und den Mut habe, das zu tun, dass ich anbiete. Okay, das ist was anderes. Dann ist das Ziel, dass ich mich zeige, was ich kann. Genau. Okay, das könnte dazu führen, dass das andere mögen und dich weiterempfehlen. Ja. Ob die das mögen und dich weiterempfehlen, not your business. Mhm. Dass du dich zeigst, dein Business. Mhm, okay. Und das ist jetzt manchmal vermischt mit den Zielen. Ja? Da denkt man, hey, dass ich populär bin, tolles Ziel. Ja? wenn man sauber drauf schaut mit diesem Filter, mit den drei Angelegenheiten, mag ich, nee, dass ich mich zeige, dass ich das aufbereite, dass ich drüber spreche, meine Angelegenheit. Dass andere mich weiterempfehlen, deren Angelegenheit. Dass andere zugreifen oder das ja, unterstützen, deren Angelegenheit. Was passiert denn, wenn ich jetzt Ziele formuliere, die dort sind? Das macht Stress ohne Ende. Und im Stressmodus, also da lerne ich nicht gut, da bin ich auch nicht innovativ, da bin ich nicht kreativ. Das heißt, meine Anregung hier an der Stelle ist, wenn du jetzt ein Ziel formuliert hast und du merkst gerade, oh, das war ja gar nicht in meiner Angelegenheit, ja, dann formulier es um. Also aus, ich will, dass ich populär werde, ich will mich zeigen. Nämlich, das liegt in deiner Angelegenheit, dass du über dein Angebot sprichst und es zeigst. Ja, jetzt beim Udo sein Beispiel, das war, finde ich, dass er jetzt ein Zoom-Seminar kreiert und das aufbereitet und methodisch didaktisch ausarbeitet, das Seminarunterlagen erstellt, das ist alles hier. Ja. Jetzt mit dem nach Australien reisen, bei der Jill war das, gell? Ich überlege gerade, wie ist denn das da? Oder was hast du gerade, Jill, für Gedanken dazu zum Thema? Ja, meine Ängste sind, was habe ich jetzt auch gerade überlegt, ob das bei den anderen ist. Also ich habe jetzt aufgeschrieben, ich möchte halt in Australien, ne, ein Leben für mich aufbauen, in dem ich mich 100% zu Hause fühle. Und dazu gehören die Freunde, die Familie, die Menschen, die mich dann vollständig machen. Ja. Und schon sind wir bei den anderen. Mhm. Das heißt, wenn man es dann umformuliert, mein Ziel ist dann, dass ich unter jeglichen Umständen glücklich bin. Ja. Um dann, dass halt dann nicht dieses Heimweh kommt. Und meistens sehnt man sich ja nach den Menschen, die einem dieses Gefühl geben. Es genau. Ist ja gar nicht der Ort. Es ist ja, ne? Ja. Also es ist dann definitiv. Ja. So. Wenn wir es jetzt, für alle, die vom NLP kommen, streng genommen haben wir das schon immer gemacht. Nämlich bei SMART, da war immer der Aspekt drin, Selbsterreichbarkeit. Erinnert ihr euch? Das wurde nur ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Oder nicht sehr genau, weil selbst erreichbar ist das, wie ich mit mir umgehe und was ich in mein
Universum reingebe oder in mein Jill-Versum oder in mein Udo-Versum. Das ist meine Angelegenheit. Das ist selbst erreichbar. Ich erlebe es immer wieder, auch in der NLP-Szene, dass Ziele formuliert werden, die nicht selbst erreichbar sind. Wir produzieren uns indirekt immer Stress. Weil wenn es funktioniert, geht es gut. Wenn es nicht funktioniert, geht es uns schlecht. Wir geben dadurch unseren Joystick raus. Und wenn ich meinen Joystick rausgebe, dann bin ich in keinem guten Lernzustand, in keinem guten schöpferischen Zustand und in keinem guten kreativen Zustand. Okay, jetzt hat der eine oder andere wahrscheinlich gemerkt, oh, stimmt, jetzt braucht das Ziel, das ich formuliert habe, braucht eine leichte Umformulierung. Ja? Macht es gerne, formuliert es gerne um. Und wenn ihr soweit seid, kommen wir schon zum nächsten Impuls, den ich von The Work Hub zum Thema Ziel. Können wir zum nächsten Punkt gehen? Oder gibt es noch Rückfragen zu den drei Angelegenheiten? Okay. Nächster Punkt, der kommt jetzt nicht direkt von Byron Katie, der kommt mehr wieder aus dem NLP. Im NLP sagt man, es gibt zwei Motivationsstile. Einmal der Motivationsstil weg von etwas hin zu etwas. Ich mache ein Beispiel. Also angenommen, ich gehe ins Fitnessstudio, das ist das, was ich tue. So, ich könnte jetzt ins Fitnessstudio gehen, um es zu vermeiden, dass ich einen Bierbauch bekomme. Oder es zu vermeiden, ich will da ein paar Speckröllchen, ich will die weghaben. Macht ihr das? Ich will was vermeiden, was wegmachen. Ich könnte auch ins Fitnessstudio gehen, um einfach hinzu einen knackigeren Körper zu bekommen. So, ich nehme jetzt mal, oder ich könnte also wenn ich das Ziel habe, ich will bekannter werden, also hoffe ich dadurch zu erreichen, dass ich vielleicht mehr Geld bekomme. Was versuche ich zu vermeiden? Ja, dass ich bedeutungslos bin und arm werde. Oder arm bleibe, wie auch immer. Es ist interessant zu schauen, was will ich mit dem Ziel indirekt vermeiden und was will ich mit dem Ziel erreichen. Und notiert es mal. Also macht es mal, geht nur mal zu dem Ausgangsziel, das ihr formuliert habt. Also wie das bei der Ina, du hast gesagt, ich will bekannter werden. Was versuchst du dadurch zu vermeiden indirekt? Und was versuchst du dadurch zu bekommen? Und notiert es mal. Beziehungsweise, wenn du magst, kannst du es auch uns mitteilen. Ina. Ich bin gerade noch am Nachdenken. Ja, gut, danke. Okay. Was will ich mit dem Ziel vermeiden? Also hinzufügen wäre tatsächlich mehr Geld zu verdienen und raus aus der Rentenfalle rauszukommen. Mhm. Ah, okay. So. Und also was ist schon, merkt ihr schon, das ist schon das, da ist schon das Vermeiden drin. Genau. Aus der Rentenfalle raus. In die Armut. In die Armut. Ja. Ja. Genau, das wäre mein gewesen, was du ja, weg will. Ja, also weg von Armut hin zu Sicherheit, finanzielle Sicherheit. Genau. Ja, notier das für dich erstmal und die anderen auch. Udo, hast du schon eine Idee, was du vermeidest oder was du erreichen, erhofftest zu erreichen mit dem Zoom-Seminar? Ja, was der erste Impuls kam, normalerweise würde ich ja Seminare machen. Mhm. Das geht ja jetzt nicht mehr. So langsam geht es wieder. Also wir machen. Ja, so langsam geht es wieder. fühlt sich auch so an, dass ich sage, okay, ich mache jetzt keine Seminare, weil es jetzt nicht gegangen. Ich mache jetzt eben die Idee mit den Zoom-Webinaren. Mhm. Das heißt, was hast du erhofft, dadurch zu erreichen, wenn du Zoom-Seminare machst oder Zoom-Webinare? Ja, erfolgreich, Geld verdienen. Geld verdienen, Erfolg haben, ja, Tätigkeit ausüben. Ja. Genau. Okay. Was versuchst du zu vermeiden dadurch?
Was zu vermeiden? Indirekt? Armut, Langeweile? Kein Geld von ihm, kein Erfolg zu haben. Ja. Wortlos zu sein, ja. Ja. Genau. So. Und das Ding ist, bei manchen ist das Hinzu mehr im Vordergrund. Die gehen ins Fitnessstudio, weil sie einen knackigen Körper haben wollen. Und andere gehen mehr ins Fitnessstudio, weil sie den Bierbauch, den Schwabbelbauch oder die aus gesundheitlichen Gründen keine Kreuzschmerzen haben wollen. Da ist das mehr im Vordergrund. Gleichzeitig, wenn ich was haben will, will ich implizit auch was vermeiden. Wenn ich was vermeide, implizit will ich was erreichen. Und was jetzt Byron Katie empfiehlt, also das, was er hier geschrieben hat, also wie zum Beispiel, ich bin in der Rentenfalle bei Ina, ja? Da ist ja, du hast gesagt, das ist das, was du versuchst zu vermeiden, Armut, Rentenfalle. So, dann empfiehlt jetzt Byron Katie, ich bin in der Rentenfalle, ist das wahr? Da stehe ich drin. Kannst du wirklich wissen, dass du in der Rentenfalle bist? Ja, ich bekomme Rente. Ich bekomme zurzeit Erwerbs- und Fähigkeitsrente. Ja, und da bist du in der Falle. Also es fühlt sich so an. Genau. Und wie reagierst du, wenn du das glaubst, du bist in der Falle? Immer ängstlich und ich gehe nicht mit der Power raus, sondern ich ziehe die zurück. Also ich ziehe mich zurück. Wer wärst du ohne diesen Gedanken, ich bin in der Falle? Dann brauche ich mich nicht zurückziehen, dann kann ich sozusagen einfach vorangehen, weiter Schritt für Schritt. Genau. Was ist das Gegenteil von Falle? Ich bin in der Falle, ich überlege gerade auch das Gegenteil von Falle. Ich bin auf dem Sprungbrett oder so, oder was ist das Gegenteil? Oder Falle? Ich bin... Ina, was fällt dir ein? Was ist das Gegenteil von einer Falle? An der Türschwelle stehen, Schritt nach vorne. Ja, da steht eine offene Tür. Ja, genau. Ja, warum könnte das wahr sein, dass du vor einer offenen Tür stehst und nicht vor einer Falle und nicht in einer Falle? Warum könnte das genauso wahr sein? Oder vielleicht ist es sogar noch viel wahrer? Das ist einfach nur mein Blickwinkel, der wechselt. Dann. Also ich kann mich einfach umdrehen. Und schon steht die Tür offen. Mhm. Das heißt, du stehst nicht in der Falle, du stehst in der Tür. Mhm. In der Schwelle. Okay, ich kapiere langsam, ja. Ja, also jetzt hier, also ganz einfach, ihr nehmt das, was hier Armut, und dann, wenn hier Armut steht oder Falle, ich bin arm, ich habe nicht genug Geld, ist das wahr? Also wir hinterfragen die Gedanken, die, was ihr jetzt gerade geschrieben habt, da sind Glaubenssätze drin. Und ich empfehle euch, diese zu bewerken, weil das sind falsche Annahmen. Jetzt könnte jemand natürlich berechtigterweise sagen, ja Uli, wenn ich das mache, dann löst sich ja meine weg von Motivation. Dann komme ich ja gar nicht in die Gänge, dann chill ich ja noch mehr. Oder? Könnte jemand sagen. Ja, ich nehme da dann die weg, heißt dann Motivationsstile, ich nehme ja dann diese Energie weg. Stimmt, ja. Nur Byron Katie sagt auch, und das kann ich voll, ich brauche keinen Stress, um zu wissen, was zu tun ist. Ich brauche keine Angst, um zu wissen, was zu tun ist. Im Gegenteil. Weil was hast du gesagt, Ina, vorher? Ich fühle mich in der Falle. Was passiert mit deiner Energie? Was passiert mit deiner Präsenz? Was passiert mit deinem Hirn? Ja, das geht alles in die Falle, ja. Dann bist du wirklich in die Falle. Wenn du denkst, du bist in der Falle, bist du in der Falle. Da geht das alles runter. Auf die Motivation, also was ja keine ist, auf das kann ich verzichten, auf diesen Energiezustand. Mit dem Energiezustand werde ich nichts schöpferisch schaffen. Oder nicht viel. Ja. Also, was ist jetzt die Aufforderung? Was war jetzt gerade nochmal die Strategie? Ihr habt das ursprüngliche Ziel, schaut, was will ich eigentlich vermeiden? Und ja, Armut oder die Falle. Und wenn da Armut steht, dann macht er einen Satz draus. Ich habe nicht genug Geld. Ist das wahr? Ist das wirklich wahr, dass ich jetzt nicht genug Geld habe? Stimmt es? Also,
Und wie reagiere ich, wenn ich denke, ich habe nicht genug? Wie wäre ich ohne den Gedanken? Turn it around, ich habe genau die richtige Menge an Geld. Jetzt. Stimmt, also. Also schaut es an und wenn ihr das macht, dann nehmt ihr ein Stück weit, dann geht dann relativiert sich diese Weg von Motivation. Gibt es dazu Rückmeldungen, Anmerkungen, Punkte, die euch bewegen, bevor wir dorthin gehen? Ja, Monika. Ich hätte gerne noch ein bisschen einen Input zum, ich hatte tatsächlich als Vermeidung, ich will Langeweile vermeiden. Und das ist, du hast es gerade gesagt, okay, ja, stimmt, mir ist nicht immer langweilig. Ja, mhm. Also, aber ich habe tatsächlich Angst und ich habe das bemerkt, wenn ich jetzt nicht in die Pötte komme, dann lungere ich noch länger jetzt da so vor mich hin, bis ich dann endlich mal dir ein Video schicke, dass ich diese Zertifizierung habe. Ja. Und also mein Herz sagt, ist alles gut, ich habe alles, was ich brauche. Na, dann brauchst du halt ewig, ja. Aber ich habe tatsächlich diese Angst, dass ich nie in die Pötte komme und ich kann da gerade jetzt irgendwie nicht so... Ja. Ja. Du kommst da gerade nicht raus, ich kann es gar nicht einordnen. Also, so. Ich habe jetzt mehr das gehört. Einmal das Thema, da ist Langeweile, so wie vorher Armut war, ist Langeweile. Oder ich muss vermeiden, dass ich nicht in die Pötte komme, dass ich stehen bleibe. Mhm. Ja. Okay, ich nehme mal jetzt das eine, ich werde nicht in die Pötte kommen. Du wirst nicht in die Pötte kommen, ist das wahr? Nee, vermutlich nicht, weil ich arbeite ja immer wieder weiter, ja. Genau, wenn du jetzt Ja gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, okay, kannst du wirklich wissen, dass diese Prognose stimmt, dass du nicht in die Pötte kommen wirst? Nee. Wie geht's dir mit der Prognose? Du wirst nicht in die Pötte kommen. Nicht gut. Nicht gut. Wer wärst du ohne diese Prognose? Wer wärst du, so wie Byron Katie sagt, a woman without a future? Ehrlich gesagt, ziemlich entspannt. Genau, im Hier und Jetzt. Und es geschieht eh alles im Jetzt. Es ist, bei mir ist noch nie was in der Zukunft geschehen. Geschweige denn in der Vergangenheit. Es ist immer im Jetzt geschehen. Mhm. Ich werde nicht in die Pötte kommen. Dreht es mal um. Ich werde in die Pötte kommen. Genau, und zwar nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Du kommst schon in die Pötte, du mal bis hier. Ja. Ich werde in die Pötte kommen. Könnte genauso wahr sein. Ist wahrscheinlich sogar wahr. Vor allem dann, wenn mein Verstand, also so ist es für mich, wenn mein Verstand nicht abhaut in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Mhm. Weil dann bin ich im Not Now. Und alles geschieht im Now. Und wenn mein Verstand in die Zukunft abhaut, in eine imaginierte oder in eine erinnerte Vergangenheit, dann komme ich nicht in die Pötte im Jetzt. Ja. Okay. Mhm. Danke. Ja, und das andere mit Langeweile, was ist da für ein Satz dahinter? Was musst du denken, damit Langeweile entsteht? Das, was anderes besser ist, ne? Also, als das, was jetzt da ist, ja. Ah, ja, geil. Das ist super, der Satz. Ja, das ist super. Was anderes ist besser als das, was jetzt ist. Es gibt irgendwo ein Webinar, das ist besser als das, was wir hier jetzt machen. irgendwo ist besser. Ist das wahr? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, wie geht's uns? Das kann jetzt jeder mitmachen. Wie geht's uns, wenn ich denke, irgendwo anders ist besser? Also meine Präsenz, mein Energiefeld geht weg. Ich bin ja auf der Suche, woanders. Ich bin nicht mehr hier. Oder? Also wenn ich denke, woanders ist besser, irgendwo anders ist besser, dann meine Präsenz, die normalerweise hier von hier aus ausstrahlt, die ist wie so, wo ist was, also geht irgendwo auf Suche und dann ist niemand mehr hier. Mhm. Wer wäre ich ohne den Gedanken, woanders ist besser?
Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es doch irgendwo anders besser ist. Dann ist jetzt das Beste, oder? Hier, jetzt. Also ohne Vergleich ist das, was jetzt ist, das Beste. Und da sind wir schon bei der Umkehrung. Also es ist bereits das Beste, was jetzt ist. Also das ist ein spannender Satz, woanders ist besser. Ah, ja. Okay, also ist doch spannend, wie wir jetzt, wir haben ein Ziel und wir schauen, was wollen wir indirekt mit dem Ziel vermeiden und gucken, welche Glaubenssätze sind da versteckt in diesem Vermeidungsding. Ist doch total spannend, auf was man da kommt. So, jetzt, und da kann man jetzt bestimmt einen halben Tag verbringen. Ja, also das lohnt sich da mal weiter zu worken und zu gucken. Schauen wir mal, es geht noch weiter bei dem Hinzu. Ja, da war ja, ich will Reichtum, ich will berühmt werden, weil, und dann läuft mein Geschäft und dann bin ich im Fluss und so. Und ich nenne das, was hier der Fall ist bei dem Hinzu, das sogenannte False Hope Syndrome. Falsche Hoffnung. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann. Natürlich versucht die Werbung uns das irgendwie so zu verkaufen. Wenn du diese Gucci-Tasse hast, oder wenn du das Auto hast, oder wenn du den hast, dann, ja, so versucht uns ja die Werbung zu catchen. Die arbeiten alle mit dem False Hope Syndrom. Und ich nenne das die sogenannten Wenn-Dann-Sätze. Wenn du das hast, dann. Ja, also Ina, wenn du bekannt bist, dann, was ist die Hoffnung? Dann fließt das Geld, dann bist du, ja, dann kannst du endlich Urlaub machen, wo du willst oder so. Ja. Also was erhoffst du dir? Ina? Ja, dass das Konto gefüllt bleibt. Genau. Okay, und jetzt können wir weitermachen. Und ich nenne das die Glaubenssatzkette. Also wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist das Konto gefüllt. Und okay, das sind ja nur Zahlen auf dem Konto. Was ist daran so gut? Wenn das Konto gefüllt ist, dann? Dann kann ich Geld zur Seite legen, um weiter in die Rente reinzugehen, beziehungsweise später anzulegen, damit ich es mir nett machen kann, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Genau, und dann, was ist daran so gut, wenn das der Fall ist? Ach, dann bin ich ganz entspannt. Dann bist du entspannt, gell? Und wenn du entspannt bist, was ist daran so gut? Das ist einfach die schönste Lebensqualität. Ah, ja, man könnte es auch Freude oder Happiness nennen. Ja, genau, Freude. Weil wenn ich jetzt so weiterfrage, irgendwann am Ende kommt Happiness. Mhm. Bei jedem, ob man es jetzt Happiness nennt oder so ähnlich, ja, da kommt irgendwie so ein Glückszustand. Und habt ihr gemerkt, wie da so eine Chronologie drin war? Das Ziel erreichen, das Konto gefüllt, es wird nicht leerer. Dann im Alter habe ich dann Geld zur Verfügung. Wenn ich Geld zur Verfügung habe, dann bin ich entspannt. Und dann, wenn ich entspannt bin, dann bin ich happy. Was für eine Reise, oder? Und wie wir die Happiness aufschieben. Mhm. Und das nenne ich die Glaubenssatzkette. Also bei den Hinzu-Geschichten, also wenn es um die False Hope geht, dann ist es gut, die Glaubenssatzkette bewusst zu machen. Bei dem Weg von reicht einfach zu schauen, was vermute ich, versuche ich zu vermeiden. Armut, okay, ich habe nicht genug Geld, ich finde einfach den Glaubenssatz. Jetzt bei Hinzu ist es gut, diese Wenn-Dann-Sätze, die Glaubenssatzkette, bis ich zu Happiness komme, zu finden. Also wie war's? Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann habe ich genug Geld. Wenn ich genug Geld habe, dann habe ich auch im Alter noch was auf der Seite. Wenn ich da, dann bin ich entspannt. Wenn ich entspannt bin, dann bin ich happy. Und da merkt ihr, wie das so eine Reihenfolge drin ist. Es ist so ein bisschen wie diese Werbung, ne? Meine Visa-Karte, mein Haus, mein Auto und immer kommt die Familie. Und an der Stelle, der Spruch, ich habe es am Anfang kurz gesagt, als Byron Katie sagte, Uli, wenn ich es mir vorstelle, dann habe ich es doch schon. Und ich so, hä? Wie, wenn ich mir einen Porsche vorstelle, dann habe ich es doch noch nicht. So, bei ihr ist es so, sie hat schon die Happiness. Das ist ihr Grundzustand. Ja,
Die meisten Menschen, die denken, ich muss das machen, das machen, das machen und dann darf ich ja irgendwann happy sein. Also erst wenn ich einen Porsche habe, dann bin ich happy. Aber wenn ich happy schon bin, dann habe ich es ja schon. Das heißt, Ina, du kannst dir mal, also machen wir mal eine kleine Fantasiereise. Stell dir vor, du bist populär. Das Konto fühlt sich. Spür mal, wie sich das anfühlt. Mhm. Und du hast dann, das wird mehr und mehr. Und im Alter kannst du da einfach davon nehmen, sodass du ganz entspannt bist. Und du bist einfach entspannt. Und weil du so entspannt bist, kannst du auch einfach glücklich sein. Mhm. Und spür, wie sich dein Körper anfühlt, wenn er glücklich ist. Und weißt du was? Du hast das Gefühl jetzt schon am 18. Juli um 18.36 Uhr, obwohl du noch gar nicht populär bist. Ja. Hm. Also, dann, wie machen wir jetzt hier the work? Du brauchst diesen anstrengenden Weg, um happy zu sein. Ist das wahr? Nein, ist nicht wahr. Wie aber geht's dir? Wie lebst du dein Leben, wenn du denkst, ich muss erst das machen, das Ziel erreichen, dann das Geld und dann und entspannt sein und dann, wie geht's dir, wenn du an die Reihenfolge glaubst? Na, dann kannst du mir auch einen 10-Kilo-Stein auf die Schulter legen und dann würde ich immer ganz klein werden. Ah, ja, und wer wärst du ohne diese Reihenfolge? Du wärst nie auf die Idee gekommen, auf diese Reihenfolge, dass man erst das, um dann Happiness zu bekommen. Ja. Dann wärst du jetzt schon happy, oder? Bist ja auch schon. Genau. Ja. Ja, es ist echt eine, ja, spannend. Spannend, gell? So, und ja, jetzt spannend. Die Turnarounds, die sind jetzt noch abgefahrener. Weil ich jetzt schon happy bin, steht mir die Tür offen, dass ich berühmt werde oder bekannt werde mit dem, was ich tue. Mhm. Warum stimmt das? Warum stimmt diese Umkehrung? Weil du jetzt schon happy bist. Weil ich was ganz andere Ausstrahlung habe und das schon alles gelaufen ist. Genau. Weil du happy bist, kannst du auch schon entspannt sein. Warum? Na, weil ich ja glücklich bin. Ja. Warte, mhm. Das ist ein Turnaround. Ja, also. Mhm. Und natürlich, jetzt fällt diese Motivation hinzu, relativiert sich. Die, also hinzu ist das sowas, die Karotte, die da vorne hängt. Ja, das, ja, aber das ist ja immer noch, da bin ich immer noch im Mangel. Ich hab's ja noch nicht. Jetzt muss ich noch mehr ackern, dass ich's hab. Warte, ob das jetzt, die weg von ist auch Mangel. Ich hab's ja auch noch nicht. Hinzu ist auch Mangel. Das heißt, ich verbringe die ganze Zeit im Mangel. Jetzt zeige ich sie dir, häckle nicht mehr der Karotte hinterher, sondern erkenne, du bist die Karotte. Du bist Happiness. Und schau, what's next? Was möchte jetzt geschehen, wenn du so happy bist? Und da kommst du auf ganz andere schöpferische Ideen und Dinge. Da hat man nämlich nicht mehr so den Tunnelblick, sondern man ist weit und offen und schaut, was möchte jetzt geschehen und hier und dann, what's next? Da ist einfach nur die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Ja. Und dann vielleicht weißt du auch, okay, das heißt nicht, dass dein Plan weg ist. Nur den Weg, wie du den gehst, den machst du nicht mehr in Angst oder in Gier, sondern du erlaubst dir jetzt schon happy zu sein, weil du weißt, du bist Happiness, du bist die Karotte. Hm. Auch spannend, ja? Also bei dem Hinzu machen wir die Glaubenssatzkette bis ans Ende zu Happiness. Und wenn wir das genau machen, dann erkennen wir, hey, das ist ja eine Lüge, die ich dir mehr erzählt habe. Erst das, dann das, dann das, dann das und dann Happiness. Weil wenn ich mir das vorstelle, also ich komme ja direkt, die Ina ist super direkt in den Happiness-Zustand gekommen. Das heißt, damit hat sie bewiesen, es stimmt nicht mit der Reihenfolge. Und dann war es ganz leicht, die Fragen zu stellen. Kannst du wirklich wissen, dass du erst das und das machen musst, um dahin zu kommen? Okay, Anmerkungen, Rückmeldungen. Angelika, du machst gerade schon. Ja, willst du was fragen, ja? Ja, mir fällt gerade auf, dass dahinter, also zu dem, was du gerade gesagt hast, dass da dahinter steht, ich darf jetzt nicht glücklich sein. Und ist das wahr? Ja, genau.
Wenn ich jetzt schon glücklich bin, dann mache ich keinen, dann mache ich mich gar nicht auf den Weg, ist das wahr? Nee, da mache ich mich auf den Weg. Ja, da mache ich nämlich, da gehe ich nämlich los, mit Freude gehe ich los. Und genau. Bleib schöpferisch, bleib intuitiv, genau. Mich mit Personen, die ich sonst gar nicht. Ja, ich bin vor allem im Jetzt. Und Veränderung geschieht nicht in der Zukunft, sondern immer im Jetzt. Also das ist für mich gerade ein Schlüssel. Ja, ja, ja. Weitere Anmerkungen zum Thema Glaubenssatzkette und was wir jetzt gerade gemacht haben? Ja, Udo? Genau, oh ja, was kommt denn bei dir raus in deiner Glaubenssatzkette? Also bei mir kam mit dem erfolgreich und um Geld zu verdienen, war aber im Hinterkopf, weil ich meinen Spaß machen würde oder meinen Spaß hätte oder meine Freude. Ja. Wobei ich aber auch gemerkt habe, ich muss sie ja nicht deswegen ein Webinar machen, um an Spaß und Freude zu kommen. Genau. Ja, weil Spaß und Freude ist dann, wenn du im Jetzt bist. Ja, genau. Ja, und weil du im Spaß und weil du in Freude bist, kannst du auch ein Webinar machen. Genau. Warte, also was jetzt hier interessant ist, bei diesen Wenn-Dann-Sätzen, wenn da Happiness ist und hier alles, die Umkehrung ist jetzt nicht so, wie ihr es gelernt habt bei mir, wenn ihr das gemacht habt, sondern weil ich happy bin, kann ich ein Seminar machen, ein Online-Seminar. Und finde Gründe, warum das stimmt. Macht ihr das Turnaround, ist also die Reihenfolge umdrehen. Das ist da der Game-Changer. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen oder noch eine Ebene höher. Also vielleicht ist ja das, was ich dann immer oder vielleicht lange als Ziel gehabt habe, um dann irgendwann glücklich zu sein, eben gar nicht mehr so wichtig. Also vielleicht, es kann ja so radikal sein, dass ich merke, ich muss das gar nicht mehr machen. Ja, genau. Auch das, ja. Das kann auch sein. Vielleicht muss ich gar nicht so viel Geld verdienen, wie ich immer dachte. Vielleicht bin ich mit dem weniger, was immer das dann ist, auch glücklich. Genau. Das heißt, weil ich happy bin, kann ich das Online-Seminar machen und ich kann es auch lassen. Ja, das ist noch sauber. Ja. Habe ich einen freien Willen und kann eine kluge Entscheidung treffen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Sehr schön, ja. Spannend. Also, wenn ihr jetzt Coaches seid und mit anderen coacht und da kommt ein Ziel an die Oberfläche, geht gerne den Weg, den wir jetzt gerade auch gegangen sind. Also ist das Ziel überhaupt in den drei Angelegenheiten? Klopft die Motivation ab, weg von, hinzu. Bei dem Weg von schaut, sind da irgendwelche Beliefs versteckt, die sich lohnen zu bewirken. Bei dem Hinzu macht gerne diese Glaubenssatzkette bis zur Happiness und lasst den Coachee erkennen, dass er schon Happiness ist. So. Jetzt denkt ihr, das war's schon? Nein, das war's noch nicht. Es kommt noch was. Weil Byron Katie hat gesagt, es gab keinen Gedanke, der mich abgehalten ist, zu tun. Und da ist nochmal ein Aspekt mit drin. Also angenommen, ich habe das Ziel, ich will einfach einen schlanken Körper haben oder einen gesunden, fitten Körper, kann ja einfach ein Ziel sein. Und jetzt habe ich alles gemacht, was will ich vermeiden, was will ich erreichen. Und ich erkenne, ich bin happy und jetzt dennoch ist da die Aufgabe, meinen Körper in Shape zu halten. So, und wenn ich das weiß, ich will meinen Körper in Shape haben, weiß ich ja auch, welches Verhalten mir helfen wird. Ich weiß, es ist gut, viel Gemüse zu essen, viel grünes Zeug, viel zu trinken, also Wasser zu trinken, auf Zucker zu verzichten, Sport zu machen. Ich weiß ja, was zu tun ist, um dorthin zu kommen, oder? Also die meisten wissen, was man tun müsste, um dorthin zu kommen. Ja, und wenn ich jetzt den Plan habe, ich will mich liften lassen, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Dann gehe ich zu einem Schönheitschirurg, lasse mich beraten, mache einen Termin aus und irgendwann, dann hat die Katie auch noch einen Witz gemacht mit mir, der hat sie gesagt, und ich habe es gar nicht gemacht. He did it. Er hat es gemacht, der Arzt. Okay, also das heißt, hier spannend, jetzt
dass wir schauen, okay, ich weiß genau, welches Verhalten und welche Fähigkeiten es gut sind, mir anzueignen, um dorthin zu kommen. Und dann ist es spannend, welche Gedanken halten mich denn ab? So, und jetzt, das ist das jetzt, was bei The Chill ein Stück weit passt. Mit dem nach Australien gehen. Ja? Du weißt genau, was jetzt zu tun ist, die Sachen zu packen, organisieren und das und Haus und was auch immer. Das weißt du wahrscheinlich besser, was das so, ja? Und jetzt kommt auch ein Gedanke, oh nee, und komm jetzt, war das doch richtig, die Entscheidung? Also da kommen ja dann Gedanken, die dann einen bremsen, das zu tun. Und das, was ich da hier als Pfeile gemacht habe, diese Gedanken, die da kommen, überprüf sie. Und Jill, hast du schon so eine Idee, was für ein Gedanke da ist, der dich bremst? Ja, bei mir, deshalb, mir fällt das immer so schwer. Ich glaube, das ist bei mir so eine Zwiebelschicht, weil als ich 8 war, ist meine Mama gestorben. Und seitdem ist bei mir, glaube ich, so das Gefühl verankert, mir fehlt dieses Zuhause, dieses, und ich suche das. Mhm. Ja, und deshalb, also bei mir ist jetzt in diesem Thema konkret die Angst, ja, aber dann lasse ich ja meine Familie und meine Freunde hier, die diese Lücke füllen, weil da drüben fange ich quasi bei Null an. Mein Mann hat zwar Familie, aber die sind so weit verteilt. Und das hält mich ab, dieses ja, aber, dann lasse ich die Menschen zurück, die mir diesen Halt geben. Und schon haben wir den Satz, da lasse ich die Menschen zurück, die mir diesen Halt geben. Mhm. Wenn ich den glaube, ja, dann, also bei mir wird es bremsen auf dem Weg, die Dinge zu tun, die anstehen. Mhm. Ambivalenz. So, und also ich lasse die Leute zurück, die mir Halt geben. Das ist, ja, der Satz ist ein bisschen lang. Also das sind sogar fast 2, die geben mir Halt und ich lasse sie zurück. Oder ich verliere meinen Halt. Ja, ich verliere meinen Halt. Mhm. Ich werde meinen Halt verlieren. Ich kann mir selber nicht mehr vertrauen, dass ich lasse die anderen in der Lage bin, richtige Entscheidungen zu treffen. Nimm mal den Satz, du wirst deinen Halt verlieren. Ich frage mich, ist das jetzt wieder so eine Selbstsabotage, dass ich darüber ziehe, weil ich schon weiß, das war. Ich werde dann Heimweh haben. Also das ist so dieses... Ah, genau. Ich weiß es nicht. Ja. Und wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst, ich werde mein Halt verlieren, wenn ich nach Australien gehe, weil ich lasse ja die Verwandtschaft zurück? Angst, Ambivalenz, dieses nachts, wenn ich aufwache, die Gedanken sind immer pro, kontra pro. Also es ist so ein ständiges... Mhm. Ja, die Zukunft meiner Kinder, ich frage mich, wo sind die glücklicher? Hier, da. Und es ist ein ständiges Past, Future, weil diese Lehre, die bringe ich dann ja in die Zukunft. Mhm. Ja. Interessant, ja. Und dann, wir sind ja bei Frage 3. Bei Frage 3 stelle ich auch gerne inzwischen mehr und mehr die Frage, was passiert mit deiner Präsenz, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ich will das kurz erläutern, was ich meine mit Präsenz. Die Präsenz ist die, also manchmal sagt man, ich stehe so neben mir, ja, dann geht meine Energie wieder rüber. Oder ich könnte im Boden versinken, dann geht meine Energie darunter. Bei mir zum Beispiel, meiner Präsenz passiert manchmal gerne, dass sie in andere reingeht oder nach hinten weggeht. Das ist so mein Coping-Mechanismus. Und das ist ganz gut, das für sich mal zu entdecken, was passiert eigentlich mit meiner Präsenz, wenn ich einen stressigen Gedanken habe. Und weil normalerweise ist meine Präsenz im und um meinen Körper herum. Also wenn ich gut ausgeschlafen bin, mich gut ernährt habe, wenn alles so passt scheinbar, dann ist meine Präsenz so hier und ja. So, und jetzt passiert irgendwas Blödes oder ich habe einen Gedanken, ich werde meinen Halt verlieren und mein Verstand geht in die Zukunft und hüpft Vergangenheit, auf einmal merke ich jetzt so, die geht zum Beispiel nach unten weg, die könnte nach innen implodieren, die könnte explodieren. Was passiert bei dir, Jill? Hast du schon eine Idee, was mit deiner Präsenz, mit deinem Energiefeld passiert in dem Moment, wo du denkst, ah, dann werde ich den Halt verlieren? Ja, das hüpft so, glaube ich. Hm,
Also es hört sich nicht nach Halt an. Manchmal denke ich, ja, jetzt habe ich es und dann, nee, doch nicht. Genau. Ja, also interessant. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren bei Frage 3. Also nicht nur, wie fühlst du dich, wie verhältst du dich, wenn du den Gedanken glaubst, sondern auch zu fragen, was passiert denn mit deiner Präsenz, wenn du den Gedanken glaubst. Und du hast mir gesagt, ah, der ist da und da und da, nur nicht hier. Ja, der springt von einer guten Energie zu einer negativen immer. Ja. Also er ist immer so, es ist nicht stetig. Also so. Ja, ambivalent, also hüpft er. Ja. Ja. Hm. Dann, Jill, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Ich werde dort keinen Halt haben. Also da würdest du gar keinen Kopf machen über die Zukunft. Mhm. Und irgendwie das überhaupt erwägen, dass du gar keinen Halt haben wirst. Also das wäre einfach außerhalb deines Horizontes, das in Zweifel zu setzen. Wie wäre das? Ohne den Gedanken, ohne die Prognose, ich werde keinen Halt haben. Die Frage ist wirklich schwer, habe ich festgestellt. Genau, und die kann man nur erfühlen, die kannst du nicht kopfig beantworten. Also, dann gib dir mal ein bisschen eine Hilfestellung. Wo visualisierst du gefühlt deine Zukunft? Ist deine Zukunft vor dir oder mehr links, mehr rechts? Wo visualisiert dein Unbewusstsein nach vorne? Ja. Und Vergangenheit eher hinten? Mhm. Ah, okay. Also hier, dann ist so wie hier vorne so eine Zeitlinie, deine Zukunft. Mhm. Ja. Okay. Und du bist doch jetzt hier im Jetzt, oder? Dein Körper ist jetzt hier im Jetzt, richtig? Mhm. Ja, du kannst Bewusstsein im Körper spüren und Bewusstsein um dich herum. Mhm. So, und jetzt mach mal Folgendes, diese Zeitlinie hier vorne, lade ihn mal einfach ein, sich zu entspannen und zu öffnen in dieses Jetzt. Weil du bist ja im Jetzt. Das heißt, das, was du hier vorne, diese Zeitlinie, die hier ist, was passiert, wenn die eingeladen ist, sich zu öffnen und zu entspannen in dieses Jetzt? Dann bist du einfach hier im Jetzt. Und wie ist es, chill zu sein ohne Zukunft, einfach im Jetzt? Ah, schön, frei. Was passiert mit deiner Präsenz? Wo ist die jetzt? Ja, hier. Hier? Ja. Interessant. Welche Version ist hilfreicher? Die chill mit Zukunft oder die ohne? Ohne. Ohne. Wo hast du mehr Halt? Im Jetzt. Im Jetzt, in der ohne Zukunft. Ja. Ja. Das heißt, turn it around, du wirst in Australien keinen Halt haben. Ich werde Halt haben. Du wirst Halt haben, wenn du in der Gegenwart bist. Aber du kannst natürlich auch in Australien in die Zukunft gehen und in die Vergangenheit. Und schon ist es vorbei. Also Halt haben wir nur im Jetzt. Ja. Weil eine Zukunft und eine Vergangenheit gibt es nicht. Also es geschieht nichts in der Zukunft und in der Vergangenheit. Ja. Also bei mir ist noch nie was geschehen in der Zukunft oder Vergangenheit. Ich kann auch das Jetzt gar nicht verlassen, das geht nicht. Ich kann nicht raus aus dem Jetzt. Kannst du raus? Nee. Nee. Nicht wirklich. Ich kann nur mich hypnotisieren mit einem zukünftigen Gedanken. Der noch gar nicht eingetroffen ist, der Bauchschmerzen macht. Weil im Jetzt habe ich Halt. Ja. Hm. Okay, und wenn du im Jetzt bist, jetzt wird es dir wahrscheinlich leichter, nachdem du das erkannt hast, einfach die Dinge zu tun, die zu tun sind. Und das war der Ausgangspunkt. Dann sagst du dich, okay, what's next? Oh, jetzt, what's next? Und du bist im Jetzt, okay, jetzt habe ich das gemacht, what's next? Ja. Eins nach dem anderen. Und auf einmal bist du in Australien im Jetzt. Ja. Der Moment wird kommen, ja. Ja. Ah. Ja. Es ist nur diese Angst vor diesem zukünftigen Jetzt. Das Jetzt gibt. Ah, okay, interessant. Ich bin ja dabei und aktiv. Ja. Ich habe mein Visum beantragt, die Flüge gebucht und ich denke, oh Gott, wer bewegt meine Hände? Wer tut das? Das ist ja irgendwie. Mhm. Ne? Okay, das ist interessant. Hast du das Gefühl, dass dein Jetzt auf der Zeitlinie sich nach vorne bewegt, oder? Ja. Okay. Aber dann die Angst, was ist, wenn ich in Australien stehe und denke, das habe ich getan. Aber
Ja, ich habe nicht das Erlebnis, dass mein Jetzt sich bewegt. Mein Jetzt ist still. Ja. Überprüf mal, bewegt sich dein Jetzt, ist es wahr? Wie schnell bewegt sich dein Jetzt? Welche Geschwindigkeit? Also, das Jetzt ist sogar zeitlos. Aber viele haben das Bild, ja? Da ist das Jetzt, das ist wie, wenn das die Zeitlinie ist, dann ist das Jetzt, bewegt sich auf der Zeitlinie. Ja. Die haben jedoch Zeit noch nicht wirklich erforscht, weil wenn du wirklich Zeit erforscht, erkennst du, dass das einfach das Jetzt, das ist still. Ein ewiger Moment. So. Ein ewiger Moment, ewig Jetzt. Und in dem Jetzt kann ich natürlich Gedanken visuell konstruieren über Zukunft. Und das ist jedoch innerhalb vom Jetzt. Magst du das? Ja. Wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt das vorkommt, ich ist das Jetzt, dann ist da vorne Zukunft und das ist nicht mehr jetzt da vorne. Aber so ist es nicht. Das zukünftige Bild erscheint ihm jetzt. Habe ich mich erklärt? Das ist jetzt vielleicht nicht so einfach. Ja. Und dann habe ich Halt. Ja. Okay, das ist wirklich nur, wenn man dann sich mit der Zukunft verbindet, dass die Bilder kommen. Wenn ich jetzt hier bin, dann... Ja, wir haben. Aber das zu halten ist manchmal so schwierig. Im Zustand, das ist dieses. Also, schau dir mal, also die Dorothee, die war jetzt auch bei dem, wir haben Wholeness Work, das ist nicht The Work, sondern Wholeness Work gemacht, die Erforschung der Zeit. Ja. Da kommt jetzt der Aspekt, den wir jetzt gerade so ansprechen, noch viel, viel stärker zur Geltung. Also, wenn dich das interessiert, schau einfach auf meiner Website unter Mindstop und da gibt es einen Online-Kurs, der heißt Die Erforschung der Zeit. Mhm. Und was der Effekt sein wird, dass du wirst mehr und mehr dich erleben im Jetzt. Und irgendwann wirst du sogar erkennen, dass du das Jetzt bist. Du bist es jetzt. Ja. Du bist der gegenwärtige Moment. Du bist nicht nur im Jetzt, du bist es jetzt. Und dann löst sich auch das Ich-Du auf. Weil der Uli ist ja auch jetzt und Jill ist jetzt auch das Jetzt. Wir sind es jetzt. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne da drauf. Dann Wholeness Work, wie heißt das? Die? Mindstop. Ja. Wholeness Work, die Erforschung der Zeit. Ah, Erforschung der Zeit, ja. Spannend, dass wir jetzt da hinkommen heute, ja. Okay. Ja. Gut, also. Jetzt hoffe ich, dass von den Modellen, die ich so habe, einfließen lassen, dass das für euch. Wer den Horizont erweitert hat, dass ihr einen neuen Blick habt auf das Thema Ziele. Ich schaue nochmal rückwärts, was wir gemacht haben. Also das könnt ihr auch einfach mal generell, also die Reihenfolge, ihr könnt auch mal, jemand hat das Ziel oder weiß, was er zu tun hat, was hindert dich denn daran, das zu tun? Und schon habt ihr die Glaubenssätze. Ja? Hier habt ihr direkt die Glaubenssätze. Dann die Glaubenssatzkette, besonders dann, als war das False-Hope-Syndrom. Hier die Glaubenssatzkette. Und hier einfach den Glaubenssatz. Und auch das ist spannend, immer zu schauen, ist das Ziel überhaupt in meiner Angelegenheit? Gut, 19 Uhr, meine Güte, das war eine Punktlandung. Ne? Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Du hast gerade gesagt, die dritte Frage. Was sind denn die ersten zwei Fragen? Wenn das die dritte Frage ist, wo ist meine Präsenz? Was wäre dann 2 und 1? Okay, also das sind ja Unterfragen von Frage 3. Mhm. Ja, also Frage 1 von The Work ist es wahr? Frage 2. Kannst du wirklich wissen, dass es wahr ist? Frage 3, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und bei Frage 3 ist es gut, ich habe sogar was vorbereitet gehabt. Bei Frage 3 frage ich gerne, wie fühlst du dich, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wie verhältst du dich, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und was passiert mit deiner Präsenz, wenn du diesen Gedanken glaubst?
Und die drei Unterfragen, die kannst du auch bei Frage 4 stellen. Wie fühle ich mich ohne den Gedanken? Wie würde ich mich verhalten ohne den Gedanken? Was passiert mit meiner Präsenz ohne den Gedanken? Also vorher bei Chillen, wenn ich denke, dann werde ich keinen Halt haben. Wie fühle ich mich? Ja, schlecht, ich kann nachts sogar nicht schlafen. Wie verhalte ich mich? Ich bin ständig rum, Zukunft, Vergangenheit. Was passiert mit meiner Präsenz? Die ist überall, nur nicht in meinem Körper. Wie würde ich mich fühlen ohne eine Zukunft, ohne Prognose? Ja, dann wäre ich entspannt, viel mehr im Jetzt. Wie würde ich mich verhalten? Ich würde eins nach dem anderen tun. Was ist mit deiner Präsenz? Die ist hier und um mich herum. Welche Version ist hilfreicher? Ich mit dem Gedanken oder ich ohne? Ah ja, ohne, viel besser. Weißt du, das über das Kontrastieren ist dann, mache ich nochmal so einen schönen Aha-Effekt. Ja, okay, danke. Ja, danke dir. Total einleuchtend. Ja. Konnte ich das vorbereitete Flipchart auch noch zeigen? Perfekt. Wie wenn das abgemacht gewesen wäre. Ja? Oh, ja, und das ist auch das, was Magic ist. Wenn wir in dieser Happiness sind, da passieren magische Dinge, weil wir einen ganz anderen Magnetismus haben und weil der Blick weit ist. Ja? Wenn ich jetzt so, oh, das mache ich das, ich gehe mit dem Flow, ich gehe mit dem Happiness und gucke einfach, what's next. Und in dem Sinne wünsche ich euch Happiness und im Jetzt sein und einfach immer die Neugierde zu haben, what's next. Und Byron Katie sagt auch, ihr Ziel ist es, das Jetzt, was jetzt ist, zu wollen. Das ist Abenteuer genug. Also in dem Sinne wünsche ich euch schönes Abenteuer im Jetzt und einfach eins nach dem anderen. Fühlt euch umarmt und bis bald. Und wer einen Übungspartner sucht zum Coachen, zum The Work Coachen, bleibt einfach noch da. Okay? Ciao, ciao. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.